Far Cry 3 und im Gegensatz zu sonstigen normalen Aktivitäten bei Far Cry 3 sind wir nicht auf der wunderschönen tropischen Insel unterwegs. Nein, wir sind unterirdisch unterwegs in den alten chinesischen Anlagen, um einen Dolch zu finden. Ja. Ganz tolle Sache. Wenn es nicht so schweinelangweilig irgendwie wäre. Ah! Nein, ich hab mich nicht gecheckt. Hab ich mir eigentlich wirklich nicht, warum habe ich geschrien? Das sind doch nur, aha, Fledermäuse. Wow, da geht's wow. Ha, da unten ist ein Tempel. Ich hab das Gefühl, dass wir den auch noch besuchen werden. Okay. Explore the depths. Das muss gut sein, Mensch. Du auch. Jetzt ist das gut. Eine Buddha-Statue, okay. Zumindest bilde mein, dass es eine Buddha-Statue ist. Aha. Warum habe ich kein gutes Gefühl dabei? Noch geht's gut. Ja, schau, bei der Ruine, wie ich gesagt habe. Schauen wir sogar vorbei. Nicht schlecht. Hm. Oh ja, toll. Oh, nein, nein, nein. Und abwärts, jawohl. Wow! Oh, das ging ja eigentlich noch ganz gut, ne? Aua. Ja. Boah, aber war Glück gehabt mit dem Fuß. Hätte weitaus schlimmer ausgehen können. Na, zumindest drauf kommen wir jetzt so nicht mehr. Na, da komme ich sicher nicht raus. Jonas, ey. Unser kleiner Captain Obvious. Nein! Ist doch scheiße. Da ist doch eindeutig oben gelandet gewesen. Halt, stopp! Da gibt es jetzt bitte eine, wie heißt das schön, Kamera, Videobeweis. So, stell den jetzt an. Das ist nur unglaublich hoch. Und das ist unglaublich schön. Wow, hey, cool, wir haben dir das zusammengekriegt, dass da das Feuer angeht, wenn man vorbeigeht. Und wir haben diese coolen Container da hingestellt. Und was ist drin? Den Brotsch. Es sind echt einige Komodo-Barane unterwegs, ja? Ekelhaft. Nix ekelhaft. Okay. Da ist schon her. Der nächste Teil vom Kompass. Na dann. Das kann natürlich nur gut gehen. Ein weiteres Kompassteil. Ja. Das stürzt hier alles ein. Nein. The third part of the compass, ja genau. Okay. Das geht eh gut. Ah, das ist überhaupt nicht einsturzgefährdet oder so. Nee. Ja, ich sprint schon die ganze Zeit. Danke für den Tooltip, alles. Hopp. Hm. Schwach. Ah! Okay, das ist jetzt selbst gestiftet. Ja, das ist der Höhlenausgang. Jetzt kommt wieder Kiefletten. Nee, Blitzen, wie hast du? Bug! Bug! Wenn Keith, Bug. So, hi Bug. Du hast mir einen Sender verpasst, oder? Du bist mein Lieblingsschüler. Hm? Hey, lass mich einfach in Ruhe. Jetzt machst du die Ansagen? Das denkst du? Hector, sieht so aus, als hätte ich keine Kontrolle mehr, also bau schnell alles ab. Und dann schlitz Keith von oben bis unten auf. Warte! Warte.
Na, was, Kumpel? Du sagst, wie es läuft. Aha. Hector, gute Nachricht. Ich hab wohl wieder Kontrolle. Das schon, Keith. Ja. So, bist du mit dem Deutsch schon weiter? Das war cool. Fast geschafft, glaube ich. Fast geschafft, Sir. Ist das dein Ernst? Na gut, fast geschafft, Sir. Dann bau das Kompassteil ein. Okay. Sehr gut. Ich verpiss mich dann, okay? Mach's gut. Boah, wenigstens hat der Jason jetzt nicht geschissen noch verliert. Was soll ich machen? Okay. Ling Kong, I presume. Wir sind wieder in der ultimativen Idylle rausgekommen. Okay, wo müssen wir hin? Da. Ich habe eine Vermutung. Wir werden nichts sagen. Aber ich habe eine Vermutung, was da passiert. Ich kenne da eine Cutscene, aber... Mal schauen, ne? So, for sale. Boah. 700. Das lohnt sich. So, dann werden wir noch die SMG wieder einbauen. Na, MP5, nicht die Scorpion. Passt. Na, denn wollen wir mal raus. Unsere nächste Mission. Heute richtig schönen Lauf. Ist richtig schön Lust auf Let's Play. Das macht Spaß. Okay. Da schön Affe rum. Yeah. Bananenbaum. Jawohl. Alles kein Problem. Wir haben hier die Dschungelkasko. Und ein Copyright-Symbol auf dem Auto. Also. Egal wie. Ich hätte gerne ein Auto für Copyright. So coole Marke. Müsste sich eigentlich so ein Mercedes, wäre ein bisschen Sterne, ne? Wenn man Mercedes hernimmt, diesen Mercedes-Stern runterrupft und dafür so einen Copyright-Stern drauf tut, das wär's ja. Gut, da geht's rein. Das wär's ja wirklich. Du hast kein Mercedes vom Copyright. Biatch. Die Strecke war lustig mit dem LKW zu fahren. Hm. Okay, dann wollen wir mal. Servus, Kollege. Der Kompass zeigt bergab. Was? Kein Hallo? Oh, wie schade. Geschichte. Yay. Lincolns Grab. Die Legende behauptet, dass der da voll auf Pharao machte und sich ein Grab bauen ließ, bevor Zheng He kam und sein Reich einstampfte. Aber niemand wusste, wo das Grab ist. Doch, ich tippe mal. Bon voyage, Mann. Okay. Kein Problem, das kann ich schaffen. Hey, das war gerade zu pussyhaft wie sonst immer. Na gut. Ist noch ein Gemstone eingezeichnet. Na denn. Wow! Knapp. Aber. Hat noch funktioniert. So, Find Entrance. Dann machen wir das mal. Nach dem Sprung darunter. Mal wieder hochklettern, das ist ja. Voll. Aber da ist der Höhlenende. Das ist gut. Ah ja. Geht die normale Höhle weiter und da ist. Eingang schon mal erst einmal in die Höhle ein bisschen weiter. Oh, das hat sich gelohnt. Oh ja, auf jeden Fall. Relikt gefunden. Das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, ja.
dahin. Und dann nach oben. Okay. Dann werden wir noch mal in diesen Komplex weiter eindringen. Allerdings den Questteil vom Komplex. Und das heißt, da entlang. Und rein. Aha. Kommt da das Licht her? Naja, egal, die werden schon irgendwelche Beleuchtungsmöglichkeiten haben. So richtig viel Schuss haben wir nicht mit, aber ja. Dann wieder Schrooms. Ihre Hunde. Hm. War aber nicht der einzige, die da den Eingang gefunden haben anscheinend. So wie es sich anhört. Die alle hier. Hat Bugdy etwa geschickt? Mann, ich bin auf unseren Anteil gespannt, wenn wir den Fall finden. Ich brauche echt Kohle. Aber hallo, die einheimischen Hausrauben lohnt sich auch nicht so richtig. Kein Scheiß, die armen Schlucker sind doch die reinste Zeitverschwendung. Gut, Spaß macht's natürlich trotzdem. Ein bisschen auf. Der deckt doch noch alles andere aus. Funktionierend. Wenn man merkt, dass der Heavy kommt und er kommt einfach weiter auf einen zu, nimmt man einen Raketenwerfer zur Hand. Aber 10 haben wir noch. Raus. Okay. Mitlassen ist schon lang erledigt. Ah, die haben doch richtiges Lager eingerichtet. Gott. Eine kugelsichere Weste haben wir auch noch bekommen. Das ist ja mal was Nettes. So. Das ist der AK. Und los. Haha. Erwischt. Ja, wenn es besser jetzt irgendwie ausgeschaut hat, als wenn die Klinge getroffen gewesen wäre, aber. Das war eine Optik. Spinnennetz. Hoch, ich schmeiß doch was zurück, oder? Okay. So weit, so gut, das kriegen wir alles im Griff. Oh, wir könnten wieder Medikits gebrauchen. Sehr schön. Weiter zu kleinen. Nur bitte, es geht ja doch. Geht sogar ganz gut, okay, da ist die Höhle zu Ende. Das ist ein Spacko, der in der Sache immer in der Gegend immer schmeißt die drinnen. Da brennt doch irgendwas, oder? Ups, das ist zu bleiben. Ja. Und den nächsten Takedown. Der Takedown von oben, der ist super. Okay. Ja, wir kommen immer weiter runter. Das sieht nach Säure aus. Da gehe ich sicher nicht rein. Okay. Säure. Wenn eine Säure schon ist. Viel zu viele Magazine, die ich dafür gebraucht habe. Toll, wenn es Säure ist, ey, ganz ehrlich. Ein Säurefluss. Oh weh. Cross the hot water.
Oh. Holy Macron. Der hat gerade eine Rakete auf uns geschossen. Los. Bist du einfach mal ran. Oder da unten dazu. Je näher man mit seinem Feind ist, desto besser. Okay. Ich bräuchte jetzt einen, so einen Dinosaurier, der da ein, zwei Granaten blockiert. Na gut. Im nächsten Teil geht es noch spannend weiter. Und schauen wir mal, ob wir aus der Säure rauskommen. Bis dann, Leute. Servus.